B1.5. Das Volumen der Pyramide A3BC3DS3 beträgt 70% des Volumens der Pyramide ABCDS. Ermitteln Sie durch Rechnung den zugehörigen Wert von x. So, wir brauchen jetzt also das Volumen der Pyramide A3BC3DS3. Diese Pyramide gehört ja zu den obigen Pyramiden wie ANBCNDSN und dafür haben wir schon eine allgemeine Volumenformel kennengelernt, nämlich die minus 1,5x² plus 9x plus 108 Kubikzentimeter. So, wir müssen jetzt also dieses x suchen, für das dann gilt, dass das Volumen dieser Pyramide gleich 70% des Volumens der Pyramide ABCDS ist. Das Volumen dieser Pyramide kennen wir allerdings noch nicht, das heißt, das müssen wir erst noch berechnen. Dafür brauchen wir jetzt wieder unsere Volumenformel für die Pyramide. Die finden wir auf Seite 37 der Formelsammlung, wo es heißt, das Volumen ist gleich 1/3 mal die Grundfläche mal die Höhe. Als Grundfläche wissen wir, haben wir eine Raute. Also auch nochmal in der Formelsammlung nachschauen, was ist die Flächenformel für die Raute. Finden wir auf Seite 32, wo es dann heißt, die Fläche ist gleich 1/2 mal Diagonale 1 mal Diagonale 2. So, das nutzen wir jetzt gleich, um die Volumenformel für die Pyramide ABCDS aufzustellen. Ist gleich 1/3 mal, jetzt kommt die Grundfläche, 1/2 mal. So, und die erste Diagonale war die Strecke AC und die zweite Diagonale war die Strecke BD. Und jetzt noch die Höhe, das war die Strecke MS. Das setzen wir ein, 1/3 mal. 1/2 mal AC waren 12 cm, BD waren 9 cm und die Strecke MS waren 6 cm. Geben wir gleich so einen Taschenrechner ein und dann erhalten wir einen Wert von 108 Kubikzentimetern. Jetzt heißt es, hier die Pyramide, Volumen der Pyramide A3BC3DS3 beträgt 70% des Volumens ABCDS. Also müssen wir jetzt hier einfach 70% von diesem Wert berechnen. Ginge einerseits über den Dreisatz, eleganter ist es mit 70% mit 0,7 mal 108 zu berechnen. Und das ergibt dann einen Wert von 75,6 Kubikzentimeter. So, einerseits ist das Volumen dieser Pyramide also 75,6 Kubikzentimeter, andererseits aber hier diese allgemeine Formel. Ja, wir wissen ja nur, dass so groß ist das Volumen, aber für welches x? Das müssen wir noch berechnen. Also muss diese Formel hier gleich 75,6 Kubikzentimeter ergeben. Und jetzt habe ich es ja im Prinzip schon gesagt, man muss es gleichsetzen. Also minus 1,5x² plus 9x plus 108 muss gleich 75,6 ergeben. Das lässt sich jetzt wieder eigentlich bequem mit dem Taschenrechner lösen, zum Beispiel über Calc Intersection oder auch über den Solver. Ich gehe wieder über die Formeln. Überlegen Sie uns zuerst, was ist die größte Potenz in dieser Gleichung? Aha, x hoch 2. Also haben wir eine quadratische Gleichung und zur Lösung von quadratischen Gleichungen gibt es die Mitternachtsformel oder die Lösungsformel, je nachdem wie sie benannt worden ist. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 10. Und da heißt es jetzt zuerst, allgemeine Form einer quadratischen Gleichung ist ax² plus bx plus c gleich 0. Das Wichtige ist hierbei, das ist gleich 0. Eine Seite dieser Gleichung muss also 0 sein, damit wir weiterrechnen bzw. die Lösungsformel ansetzen können. Das geht jetzt in diesem Fall hier recht schnell, indem ich einfach die 75,6 mit der Umkehrrechnung oder Umkehrumformung auf die andere Seite bringe. Den Rest schreibe ich einfach ab. Minus 1,5x² plus 9x und 108 minus 75,6 ergeben 32,4 ist gleich
0. So. Weiter sagt uns die Formelsammlung, dass man die Diskriminante berechnen soll. Die berechnet sich aus d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Ja, also berechnen, ob diese Gleichung überhaupt eine Lösung hat. So, d ist gleich, setzen wir ein, b ist immer die Zahlform x. Also in diesem Fall die 9. Also 9 Quadrat minus 4 mal a ist der Zahlfaktor für x Quadrat. In dem Fall minus 1,5. Und c ist die Zahl ohne x. Also 32,4. Das geben wir ganz normal in den Taschenrechner ein, drücken auf ist gleich und erhalten einen Wert von 275,4. So, die Diskriminante ist also positiv, das heißt, unsere Gleichung, oder wir werden zwei Lösungen erhalten. Die Gleichung hat zwei Lösungen. So, weiter geht's mit dem Lösen. Da verrät uns die Formelsammlung, das funktioniert wie folgt. x1 und x2 lässt sich berechnen aus minus b plus minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Und da setzen wir wieder ganz normal ein. Einmal geht der Weg über x1 mit minus b plus Wurzel aus Diskriminante durch 2a und einmal aus minus b minus Wurzel Diskriminante aus geteilt durch 2a. Also zuerst der erste Weg, minus b, b war 9, plus Wurzel aus der Diskriminante und die haben wir gerade berechnet mit 275,4. Geteilt durch 2 mal minus 1,5. Das lassen wir jetzt wieder in den Taschenrechner berechnen und erhalten einen Wert von minus 2,53. So, an dieser Stelle können wir eigentlich schon was aussagen, nämlich, ob das überhaupt gültig ist. Ja, ist es eine gesuchte Lösung? Ja, nein. In der Aufgabe vorhin, jetzt fahre ich mal ganz weit nach oben, in dieser Aufgabe 1.3 ist diese Antwort im Prinzip versteckt. Hier heißt es, so erhält man Punkte A, N und C, N mit x-Element von 0 bis 12. Also hier steht eindeutig, das x darf nur zwischen 0 und 12 liegen. Jetzt habe ich hier allerdings ein x mit minus 2,53. Also ist diese Lösung hier nicht gültig. Aber kein Problem, wir haben ja zwei Lösungen, wissen wir aus der Diskriminante, also überprüfen wir noch den zweiten Weg. Minus b, minus der Wurzel aus der Diskriminante, geteilt durch 2 mal minus 1,5. Und das geben wir mit dem Taschenrechner ein und erhalten jetzt einen Wert von 8,53. Und siehe da, 8,53 liegt zwischen 0 und 12, also haben wir hier eine gültige Lösung. Und damit auch unser gesuchtes X. Und wir sind fertig.